Ja, Kabel hatte ich, aber auch das bringt im Moment rein gar nichts. Ich sehe immer noch kein Bild und würde sagen, ich informiere mich jetzt erstmal in Ruhe über das Mainboard hier. Schau mir mal vielleicht in Ruhe noch an, ob ein CPU drauf sitzt. Nicht, dass das nur ein Lüfter ist, das wäre natürlich auch genial. Ob der Arbeitsspeicher überhaupt richtig ist für das Mainboard. Denn an sich kann ich nicht mehr machen als das Gerät einschalten und es sollte zumindest irgendwie reagieren. Okay, wie gesagt, wir sehen uns wieder. Ich verlasse euch mit einem schwarzen Bildschirm und hoffe, dass ich euch beim nächsten Mal zeigen werden kann, dass das ganze Gerät doch zumindest in Ruhe arbeitet. Also, erstmal danke wieder fürs Zugucken. Ich wurschtel mich hier durch und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, wo das Ding gestartet wird. Also, bis dahin bin und bleibe ich euer. Ihr kennt meinen Namen. Dirk. Tschüss.